Ist das der Trailer? Official Reveal Trailer. Crazy, crazy, crazy Farben, crazy Grafik. You see it. Do you know why you... Krasse Grafik von den Charakteren. Bad luck, I guess. Ist es Miami? Oder ist es noch LA? Das sieht hardcore nach Miami aus. Miami, habe ich direkt gespottet, Chad. Habe ich direkt gespottet. Oha, Hunde! Oh. Okay. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Crazy. Trust. Oh. Trust. Warum habe ich mir das jetzt angeschaut? Da. 2025 auf Konsole? Wie lange hat es dann gebraucht? Nee, das Ding ist, ich habe jetzt richtig Hunger auf das Game. Und es kommt jetzt ein paar Jahre. Ich sehe schon, wie ich Krokodile mit der RPG abschieße. 12 Jahre! Und wahrscheinlich Ende 2025, wie man die kennt. Das Game hat mich schon mit den Settings. Lass uns das nochmal anschauen. Ich glaube, viele haben schon den Trailer angeschaut von GTA. Aber was haben wir hier genau drin? Wir analysieren jetzt ein bisschen. Wir sind in Miami. Wir haben einen geilen Vibe. Wir haben Sonne, Wärme, Farben. Froh sind wir hier unterwegs mit dem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Lucia. Wir haben eine wunderschöne Charakterfigur, Main Character, einen wunderschönen Main Character. Do you know why you're here? Die Charaktere sehen generell meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut aus. Das finde ich sehr geil, weil ich mag das nicht, wenn es zu realistisch ist inzwischen. Es soll sehr realistisch sein, aber nicht zu realistisch, wenn ihr wisst, was ich meine, weil es oft dann trotzdem irgendwie verkackt ist. Sehr geil, hier der Charakter, wie alles dargestellt wurde, die Haare sehen sehr gut aus. Also ich weiß nicht, wie es in-game aussieht, aber in der Sequenz sehr geil. Bad luck, I guess. Hier auch, überrascht. Dieses türkise Wasser, crazy. Hier in Miami. Hellweiß Helikopter. Wir haben Krokodile, wir haben Chihuahuas, wir haben einen Strand. Also wenn die Charaktere später so im Game ausschauen, wäre es crazy. Für PC kommt später ein Jahr später raus. Mega, ich werde es auf der Konsole dann spielen. Ich glaube, man kann Jetski fahren. Wir haben hier Jetskis. Wir haben... Moment mal, macht er gerade ein Foto von ihrem Arsch? Ist das OnlyFans? Hafen. Wir haben krasse, bunte Elemente. Wir haben crazy Autos hier wieder. Wir haben natürlich wieder einen Stripclub und er wird nur ganz kurz gezeigt. Aber anscheinend wird das Twerken sehr krass dargestellt. Stark. Ging, ging. Das Auto hat mich. Ist das nicht der Lambo, der alte, aus dem Film The Wolf of Wall Street? Ist es doch, oder? Ist es der? Lambo oder Ferrari? Ferrari, sorry. Ferrari hält das raus, aber dann ist es nicht das Auto, was ich meine. Ich meine das Auto. Ist es ein Ferrari auch da? Leute, ist ehrlich ein Ferrari. Gut, Schere. Ist es das Auto? Ja, oder? Das Auto ist so krass im Film. Das ist wirklich das schönste Auto, was ich gesehen habe. Weiß nicht warum. Voll viele finden es super hässlich. Ich finde es voll schön. Clubs. Ein Mini-Flugzeug, wie nennt man die? Wir haben viele kleine Mini-Inseln. Das finde ich sehr, 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 sehr geil. Seht ihr hier? Ich glaube, hier werden vielleicht viele Krokodile oder so sein. Nee, beim Film ist echt ein Lambo. Ah, okay. Sieht aus, als hätten wir hier Social Media. Krokodile. Crazy people. But that's Miami. Well, look who's back. Wenn ich die abends sehen würde, ich würde mich so einscheißen. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team.
Trust. Trust. Und wir haben hier ein Pärchen mit einer Bierflasche nebenan. Ich glaube, ich überanalysiere. Wir haben einen zweiten Hauptcharakter. Bonnie und Clyde-Style. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Also sieht aus, als hätten wir zurzeit zwei Hauptcharaktere im Bonnie und Clyde-Style. Die Frau mit den Äxten gibt es wirklich so. Ach du Scheiße. Das ist auch ein krasses Wallpaper. Oder das. So wie ich es sehe, gehen die sehr krass auf Farben. Also das sieht sehr, sehr farbenfroh aus. Also hier gehen wir mehr auf Farben. Miami ist bunt. Hell yeah! Die im Knast am Anfang... War es nicht die gleiche? Moment, die im Knast am Anfang. Die im Knast am Anfang. Das ist doch die gleiche, oder nicht? Das ist die gleiche. Oder meinst du die Dame hier? Weil die sieht eigentlich eher aus wie ein Side-Character. Sind zwei Charaktere. Nee, nee, nee. Ist die gleiche, ist die gleiche. Wie heißt die Dame? Lucia. Sehr schöner Name. Sehr geil. Aber enttäuschend. Es dauert doch so lange. Ich habe jetzt so Hunger auf mehr, wisst ihr? Ich will jetzt unbedingt das Game spielen. Ich werde es dann auf der Konsole spielen. Auf welcher Konsole wird es rauskommen? PS8 dann. PS5. Denkt ihr nicht, dass dann eine PS6 oder so kommt? Lucia L. Name, not gonna lie. Nein, 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 nein. Guter Name, sage ich. Lucia gesprochen, by the way. Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Name. Was sagt ihr, Chat? Lucia? Nee, wurde bestätigt, PS5. Okay, das heißt, dann wissen wir, es kommt keine PS6 bis dahin. Nee, wurde auf Twitter gepostet, kommt mit PS5 Pro. Ja, da wird sich instant gegönnt, sag ich, wie es ist. Ich sehe mich instant in GTA 6. Instant. Sobald es rauskommt, komme, was wolle. Wenn ich ein Event an dem Tag habe, wird es verschoben, ist mega.